Ey Leute, was geht? Ich bin Rainbow Killer und das hier ist mein erstes Minecarium. Ich habe das Spiel aus einer berühmten Spielezeitschrift herausbekommen. Jo, wie geht's weiter? Oh. Das war nicht sehr nett. Marschiert darüber. Gut. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier machen müssen. Wenn der Typ da schon so groß ist, wieso machen die dann die Tür so klein? Naja. Können wir hier dran ziehen? So wie es der Typ gerade gemacht hat. Ah, wir können uns aber. Ah. Okay. Die können anscheinend Gedanken teleportieren. Weil soweit ich weiß, ist das ein Spiel komplett ohne Dialoge. Das müssen wir jetzt machen. Klicken wir hier drauf. Er benötigt einen Hut, so wie dieser Polizist gerade eben. Okay. Hier können wir es machen. Ah. Das sieht ja schon mal aus wie ein Hut. Aber er benötigt doch so einen blauen Hut, oder? Ja, der muss blau sein, der Hut. Was ist das hier? Wasser kann man. Hier den Hut vielleicht. Geht das? Dass man den Hut hier reintut? Ist er dann blau? Hä? Jetzt ist er weiß geworden. Hä? Sollte jetzt eigentlich nicht. Was muss man jetzt machen? Er will einen blauen Hut, hat aber jetzt einen weißen. Okay. Kann man hier drücken? Hier kann man schon wieder drücken. Nochmal. Ah. Blaue Farbe. Okay, okay. Dann füllen wir das mal hier rein ins Weiße. Gut. Das ist der Hut blau. Irgendwas fehlt noch. Irgend so eine Lampe war das doch noch. Hier oben hängt eine Lampe. Eine Laterne. Gehen wir mal. Komme ich da jetzt hoch? Hier komme ich nicht. Ah ja, gut. Ja. Gleich, ja. Hier ein draußen und das untere. Ja, okay. So, hier wieder reinstecken. Zack. Kommt er da jetzt hin? Oder? Kommt er da jetzt hin? Größer machen vielleicht? Ah ja, okay. Und da hat er sie. Und auf die Fresse fliegen. Jawohl. So, jetzt kann man das hier doch. Einwandfrei. Da haben wir unseren Hut. Jetzt gehst du wieder hier hin. Größer machen. Klingeln. Dann einmal rüber um den. So, und weiter geht's. Hier sind wirklich die schöne Spielwelt von unserem sehr schönen Spiel namens Minecarium. Ich habe das Spiel aus einer berühmten Spielezeitschrift herausbekommen. Jo, wie geht's weiter? Oh. Das war nicht sehr nett. Da marschiert er rüber. Gut. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier machen müssen. Wenn der Typ da schon so groß ist, wieso machen die dann die Tür so klein? Naja. Können wir hier dran ziehen? So wie es der Typ gerade gemacht hat. Ah, wir können uns aber. Ah. Okay.
die können anscheinend Gedanken teleportieren. Weil soweit ich weiß, ist das ein Spiel komplett ohne Dialoge. Das müssen wir jetzt machen. Klicken wir hier drauf. Er benötigt einen Hut, so wie dieser Polizist gerade eben. Okay. Hier können wir es machen. Ah. Das sieht ja schon mal aus wie ein Hut. Aber er benötigt doch so einen blauen Hut, oder? Ja, der muss blau sein, der Hut. Was ist das hier? Wasser kann man. Hier den Hut vielleicht. Geht das? Dass man den Hut hier reintut? Ist er dann blau? Hä? Jetzt ist er weiß geworden. Hä? Sollte ich jetzt eigentlich nicht. Was muss man jetzt machen? Er will einen blauen Hut, hat aber jetzt einen weißen. Okay. Kann man hier drücken? Hier kann man schon wieder drücken. Nochmal. Ah. Blaue Farbe. Okay, okay. Dann füllen wir das mal hier rein ins Weiße. Gut. Das ist der Hut blau. Irgendwas fehlt noch. Irgend so eine Lampe war das doch noch. Hier oben hängt eine Lampe. Eine Laterne. Gehen wir mal. Komme ich da jetzt hoch? Hier komme ich nicht. Ah ja, gut. Ja. Gleich ging er. Hier ein rausnehmen und das untere. Ja, okay. So, hier wieder reinstecken. Zack. Kommt er da jetzt hin? Oder? Kommt er da jetzt hin? Größer machen vielleicht? Ah ja, okay. Und da hat er sie und auf die Fresse fliegen, jawohl. So, jetzt kann man das hier doch. Einwandfrei. Da haben wir unseren Hut. Jetzt gehst du wieder hier hin. Größer machen. Klingeln. Dürfen wir das jetzt? Ah, jetzt lässt er uns durch. Kaum sehen wir aus wie ein Polizist. Schon dürfen wir durch. So. Vorsichtig. Vorsichtig, da vorne ist Öl. Pass bloß auf. Vorne ist Öl. Naja. So, gut. So viel zu meinem ersten Let's Play Part. Ich würde euch bitten, bewertet mich bitte. Sagt mir, was ich besser machen könnte. Und bitte schreibt mir auch wirklich in die Kommentare, damit ich mich wirklich verbessern kann. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Euer Rainbow Killer. Ciao.